Hallöchen, willkommen zurück zu Guild of Dungeoneering Ultimate Edition. Wir gehen wieder mal hier rein. Aber diesmal müssen wir irgendwas nehmen, was ein bisschen mehr Bums hat. Ich glaube, ich nehme den Cat Burglar. Und am besten, ja, der erste physische Angriff würde mehr Schaden machen. Puff. Ich glaube, ich nehme mir ein bisschen mehr Auswahl mit, wenn wir was bekommen sollten an Equipment. Und oh, das ist schlecht. Das ist alles nicht so gut. Die Karten sind behindert. Das ist eine Sackgasse. Was könnte man da jetzt großartig machen? Ich will nicht, dass der relativ früh auf uns zukommt. Wir können eh nur einmal hier runter. Oder wir machen Folgendes. Ich mache jetzt erstmal hier in dieses Teil rein. Stopf da eine Ratte mit dazu. Und werde dann jetzt erstmal warten. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal hier nach unten laufen, ohne den Zug zu verlieren. Ich hätte vielleicht auch da nach unten laufen können, direkt. War vielleicht nicht so schlau, das da hinzustellen. Egal, jetzt ist schon zu spät. Catman. Okay. Der hat halt schon ein bisschen mehr Bums. One Hit! Ich glaube, der ist bei den Bulwark-Gegnern schon gut aufgehoben. Also, was hätten wir jetzt hier Schönes? Ich brauche mehr Bums. Fireblast würde Schaden machen. Der Mind Strike. Ja. Vielleicht erstmal den hier. Vielleicht erstmal den Hut. Ach, scheiße. Kacke. Das kann ich da nicht mehr durchlatschen. Ich wollte den Schatz haben, verdammte Axt. Nicht schlecht. Das hilft mir schon mal. Die drei sind nicht so geil. Aber auch nicht tragisch. So. Dann lass mal anfangen hier. Wir sind hinten dran, was unser Life angeht. Boah. Ich hoffe einfach mal, dass der sich gleich wieder was zieht, was wir... Oh Gott sei fucking Dank. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir das verlieren. Wir haben eine Prio-Attacke. Das war Spiel mit dem Feuer. Aber so richtig. Warum kriege ich denn jetzt hier lauter Sachen für... Oh ja. Das nehme ich. Ah, ich sollte eigentlich nichts mehr machen. Wir haben halt keinen einzigen Favor. Das ist nicht ganz so schlau. Oder was ist schlau? Nicht ganz so gut. Einfach weil die Starthand dann nicht allzu geil ist. Wir haben zwei Prio-Attacken auf der Hand. Holy fuck. Der würde uns... Okay, wir blocken einen davon, damit wir das überleben. Und dann haben wir die doppelte Prio-Attacke. Ja, also defensiv, boah, könnte das schon ein bisschen geiler sein. Vielleicht machen wir das auch. Ah, wobei. Ich nehme die Schneebälle mit. Mmh.
Prinzip. Ist das schon egal? Ich packe hier das Ding rein. So. Oh. Dann haben wir auch gar keinen einzigen Gegner gehabt mit mit Bulwark. Super. Klasse, ne? Ob ich jetzt eins blocke oder eins wieder heile, ist egal. Dann nehme ich doch lieber die Heilung. Jetzt hingegen... Der Eulenbär ist so ein heftiger. Er wird ins Fury gehen, außer ich nehme den zuerst. Dann hätten wir immer noch die zwei anderen Prios... Oh, er geht auch so ins Fury, weil ich die den Extra Damage nicht gesehen habe. Ungünstig. Ungünstig. Ja. Das ist so ein knapper Scheiß. Alter Lachs. Oh. Ich nehme das Dingens. Ich weiß nicht, ob da eine Rüstung da gewesen ist, aber wir müssen eh nur zum Ausgang. Und dann haben wir es. Okay. A dungeoneering marvel. Sheesh. You really are improving. Nice. But please do try to be ever so careful. Winning is so close to losing. Winning is so close to losing. Ja, manchmal schon. Wir haben genug Kohle, um uns was Neues hier zu holen. Wir holen uns, glaube ich, mal den... Ah, ich hätte schon Bock auf den Alchemisten. Was kann der denn? Oh. Okay. Sieht gut aus. Plus 1 auf alle Healing-Sachen. Ja, moin. Den probieren wir gleich mal aus. If you're bruised and battered and feeling dismayed and tired and weary and know you get the gist, what you most likely need is to drink some heal aid. Available from your local alchemist. Heal aid anstatt cool aid. Okay, wir gehen mal zur Piratenhöhle. Wir nehmen gleich mal den Alchemisten. Ah, da bin ich. Bin immer gespannt auf die neuen Sachen. Ja, leave the pirates alone. Ist klar. Jellyfish. Okay. Schauen wir mal. Was sollen wir denn machen? Die... Okay. Die Parrots umklatschen. Also die... Papageien. What the hell war das denn? Ja, das kann ich sowieso nirgends hinbauen. Ach so, doch. Hier war ja eh keine... Ja, wir bauen das jetzt einfach mal dahin. Passt schon. Relativ irrelevant. Er hat schon... Wow. Hat schon gut was drauf, ne? Das ist aber auch cool. Doppelt geheilt. Das tauscht unsere Karten aus, oder wie? Sehen wir das? Recycle. Kann sein. Wir blocken zwar den Schaden, aber das ist trotzdem dabei. And er recycelt nochmal? Ja, mach ruhig. Mach ruhig. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Ja, wir machen trotzdem 2 Schaden, ja. Aber, habe ich mir genau die richtigen Gegner ausgesucht für einen, der hier mit physischen Sachen zuhaut, ne? Magischen Sachen. Verdammte Axt, ich weiß nicht, warum ich das permanent falsch sag. Ah. Nice. Magieattacken machen mehr Schaden. Nein, danke. Rekindle? Rekindle? Was auch immer. Okay, you can stop now. Ich werde auf jeden Fall nicht aufhören. Wir nehmen hier gleich mal... Oida. Den ersten Parrot raus. Hoffentlich. Der Cabin Boy. Wie gut. Magiesachen machen mehr Schaden auf ihn. Ja, komm, kriegst du gleich mal 3. Ah, das ist so gut, dass er 2 heilt. Das ist nice.
Okay, Piraten sind eher physisch. Die Jellyfish und sowas sind scheinbar eher magisch. Pro geblockten Zeugs kriegen wir dann 2 Life regeneriert. Oder das hier? 3 Life heilen, wenn wir mit Magie angreifen können? Ich glaube eher, ich nehme mal das mit dem Blocken mit. Er hat mich gewarnt. Ja, mal gucken. So, Level 3 ist okay. Sea Monkey, wie gut. Das ist eigentlich was anderes. Den Buccaneer mache ich jetzt mal hier rein. Sea Monkey sind doch diese Urzeitkrebsteile, oder? Eigentlich. Du klaust mir keine Karte. Moment. Ach, wenn wir okay. Wenn wir angegriffen hätten. Ferocious. Da gibt's extra Schaden drauf auf mich. Oh. Wow. Er ist hart drauf. Ich bin mal so unschlüssig, heilen oder zusammenhauen. Okay, jetzt klaut er mir eine Karte. Ja, geht so. Vor allem kann ich das wegblocken. Oh ja. So, jetzt muss ich aber langsam mal hier zulegen. Ja, easy, passt. Nicht so geil, die Teile. Nicht so geil. Was hatte ich denn hier? Ja. Also, er ist eher hier der Typ, der Regenerate drin hat. Ach, die Trolle bewegt sich. Ja, moin. Ja, moin. Was ist sie denn? Fury? Okay, sie macht mehr Schaden, wenn sie ein bisschen tot ist. Plus ein Life, wenn ein anderer Crewmate besiegt wurde, ist so. Ja, gut. Ja. Ach, warte. Macht ihr das nicht bei physischen Schaden mehr? If you take no damage, nochmal Heilung, ja. Das mit dem No Damage wird ein bisschen schwierig. Es ist eine interessante Spielmechanik mit ihm. Aber es kann auch richtig ins Auge gehen. Natürlich den magischen Booster. Ist klar. Ah, es passt jetzt. Die bringt sich eigentlich selber um. Ja, komm. Oh mein fucking Gott! Ich habe ihren extra Attack nicht mitgekriegt. Alter, der hätte es mich nicht gewundert, wenn wir darauf gegangen wären. Das wäre okay gewesen. Das war Dusel. Das war heftiger Dusel. Hätte ich mich echt nicht beschweren dürfen. Oh oh. Ja, ich werde jetzt nur noch auf die Dudes gehen. Und mal gucken, ob ich da noch eine Verbindung zusammenkrieg. Alter, was war schon wieder böse. 4 Life extra. Wie gut. Wie gut.
Ja, ist okay. Ich wollte gerade gucken, ob ich vielleicht eine Karte ziehen soll. Irgendwas war da unten gerade als Erfolg, glaube ich. Vier Damage, ja. Pro Block würde er mir was klauen. Er wird nichts blocken. Wir kriegen ihn nicht raus. Ach, jetzt immer noch nicht. Komm, lass ihn einfach machen und dann mit der Prio-Attacke zuhauen. Wobei es das auch nicht gebraucht hätte. Dann als Loot. Wir bräuchten noch... Ja, komm, wir nehmen einfach das Teil. Ja, wunderschön. Wunderschön. Oh oh. Oh oh. Hier ist nichts mit oh oh. So, dann sammeln wir hier noch ein bisschen Kohle ein. Nice. Okay, der Cranky Parrot. Da kann ich jetzt aber Draw nehmen. Ganz einfach, weil wir sowieso nichts. Ah, okay. Was ist denn da abgegangen gerade? Oh, wie gut. Wahrscheinlich Respite if you take no damage. Okay, ich dachte nur, wenn wir alles Mögliche blocken, aber kein Schaden, ist auch Schnieke. Deswegen haben wir da gerade nochmal mehr Herzen gekriegt. So, nur noch zwei Damage, die wir brauchen. Wir haben so viele Heilsachen auf der Hand. Das Problem ist, ich kann jetzt gerade keinen Schaden machen. Ja, super. Vielleicht ein bisschen viel auf Heilung gegangen, statt auf Damage. Fürs nächste Mal weiß ich es besser. Well now, this is just really quite surprising. Thanks to you, I've lost a wager. Against all odds, you're surviving. Next time, I hope you find more danger. Okay, it's burning with anger. Squawk! Ist klar. Wir sollen ihn besiegen. Mal gucken. Moment, was ist das denn hier? Ein Narwal. Oh, wie geil, da gab's doch hier. Narwals, Narwals, living in the ocean. Ach, das war so gut damals. Wow! Gar nicht gut. The hell? Das hätte ich da... Halt, war das magisch oder war das physisch, wo ich angegriffen hat? Ich bin mir gerade nicht sicher. Perfetto. Er ist auch ein bisschen zerbrechlich, wenn er noch nicht so viel extra Life hat. Okay, das würde uns nochmal zwei Life geben. Aber ich bräuchte, glaube ich, auch ein bisschen was zum Zuhauen. Bewegt er sich? Ja. Das tut er. Ei, Matey. Ei, Matey? Gucken, ob wir da ein bisschen was abwehren können. Ich hole mir jetzt erstmal eine extra Karte da oben. Das würde den Schaden komplett negieren. Oh, und sogar noch heilen. Schnieke. Ja. Ja, der Cabin Boy gefällt mir. Der ist so richtig schön anfällig gegen uns. So, was nehmen wir? Ja, extra. Der hat die Verteidigung nicht schlecht. Oder aber. Magierrobe, ja, bitte. Sieht aus wie ein Nachthemd.
Was machte die? Okay. Jedes Mal, wenn wir Schaden blocken. Oh, nehme ich den Cranky Parrot oder den Buccaneer? Ich glaube, ich nehme den... Oder die Buccaneer. Säbelrassler heißt das, glaube ich. Ne, halt, warte. Säbelrassler war, glaube ich, Swashbuckler. Das ist ungut, dass wir gleich eine Karte verlieren werden. Das ist auch ungut. Aber jedes Mal, wenn wir ein bisschen blocken, kriegen wir sogar Zeug zurück. Das kann ich jetzt nicht blocken. Sie machen ja sowieso keinen magischen Schaden, deswegen hole ich mir jetzt einfach mal die Teile. Holy fuck. Wieder Lachs. Das ist jetzt nicht... Ja, nee. Das wäre nicht verkehrt. Ja. Nehme ich das Teil. Auch wenn ich natürlich den Block mit dem Schild gut gebrauchen hätte können. Nochmal was Gutes gezogen, okay. Ich verwechsel. Ich denke immer, das muss durchgehen, damit ich es hinkriege, aber das ist nicht der Fall. Ich baue meine Hand jetzt wieder ein bisschen auf. Ich bin echt froh, dass der mit den Dingern nichts anfangen kann. So. Okay, pro Block kriegt er da was, aber er blockt ja nichts. Ach, wie gut. Genau zur richtigen Zeit. Okay. Und das besiegelt sein Schicksal. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem feuerspeienden Flemli. Dann hätten wir hier noch ein bisschen was. Ja. Nehmen wir das Hütchen mit. Wir bräuchten noch was in die Offhand. Und eine Chance dafür haben wir noch. Alter, hat der viel. Alter, hat der viel. Okay, pro geblockten Zeug kriegt er was. Nee, nee. Ich werde jetzt erstmal mein Life. Oh, drastisch erhöhen. Oh mein fucking Gott. Hahaha, wie geil! Könnte man fast auf die Spitze treiben. Oh, jetzt habe ich nur noch 20 oder wie viel? Das gefällt mir. Wir... Oh. Schade, dass wir das beim Endkampf nicht haben werden. Auf jeden Fall was für Brittle vorbereiten. Zack. Ordentlich reingezimmert. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch versuchen, da mal zu gucken, ob das 20 wird, aber... Ja. Das wäre auch nur
Block all magic stuff. Okay, komm. Dann nehmen wir das Hörnchen auch noch mit. Das dürften wir eigentlich kämpfen. Ja. Okay, mein Lieber. Wir brennen beide ein bisschen. Ja, das ist jetzt nicht so gut, dass ich keine Heilungen gezogen habe. Ich würde gerne erstmal meine Heilungen spielen, bevor ihr hier Ferocious kriegt. Oh. Ja, er hat Ferocious. Ach nein, ich habe das verwechselt. Ja, ja, so wie immer. Okay, bisschen heilen. Sozusagen den Damage wieder negieren, den er gemacht hat. Hauptsache eine Karte mehr. Er macht jetzt zwei. Ich muss eigentlich... Oh ja, hey! Er ist down. Oh, ich dachte, die kommen jetzt alle raus. Naja. Oh, zum Glück. Zum Glück haben wir die eine Prio-Attacke noch da drauf gehabt. Oh! Nice! Now showing off is quite a bore and certainly not becoming. Das ist nicht schlecht. Runen, ja. We'll surely have you running. Dann gibt's noch eins. Hero Frikassee. Das gucken wir uns nächste Folge an. Wir machen die Folge ein bisschen kürzer. Leute, nächste Folge wird das hier abgeschlossen. Macht's gut, bis dann und ciao.